Putin hat heute eine Rede zur Lage der Nation gehalten. In der Rede ließ er verlautbaren, dass westliche Truppen ihn veranlassen würden, die Zivilisation auszulöschen. Das heißt also, eine atomare Auseinandersetzung zu beginnen. Was das bedeutet, müssen wir nicht länger überlegen. Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal und in aller Deutlichkeit, wenn der Russe auf Kuba entsprechende Waffen stationieren würde, sich Kuba einverleihen würde, würde der Amerikaner es auf eine ebenso Eskalationsstufe stellen, so wie der Russe es jetzt macht. Ich erinnere an dieser Stelle an Hans-Dietrich Genscher 1989 immer wieder, der eines gesagt hat, es findet keine NATO-Osterweiterung statt, noch nicht mal auf dem Boden der DDR. Es gab 1943 auch schon vorher eine Nazi-Zeitung, die nannte sich das Reichsblatt. Der Propagandaminister Goebbels, der Verbrecher, sagte seinerzeit in einem Artikel 1943, kriegstüchtig denn je. Ein Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt in verschiedenen Veröffentlichungen erst kürzlich, wir müssen kriegstüchtiger werden. Insgesamt kommt dieses Wort kriegstüchtig in einer Form vor, das ist schaudernd, das ist schaudererregend. Ein Macron, aus welcher Richtung auch immer und mit welcher Deutung auch immer, sagt, gegebenenfalls müssen wir auch Bodentruppen einsetzen. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Täglich sterben junge Männer und wir reden nicht vom Waffenstillstand oder Frieden. Es ist einfach verrückt. Eine Göring-Eckardt sagt, Taurus muss geliefert werden. Ein von mir nicht geschätzter Anton Hofreiter sagt, die müssen durchhalten und wir müssen die Wehrhaftigkeit müssen wir stärken. Wir müssen die Waffenindustrie stärken. Ich mache euch folgenden Vorschlag. Alle, die so schreien, geht einfach mal an die Front und kämpft mit. Geht einfach mal an die Front und kämpft mit. Und quatscht nicht über Söhne, deren Eltern gegebenenfalls ihre Kinder verlieren. Quatscht nicht so dämlich rum und geht dorthin, wenn ihr das wollt, dann seid ganz vorne im Schützengraben und an der Front. Und ein Hofreiter und alle, wie sie heißen, ganz genauso. Ein Roderich Kiesewetter von der CDU, ich betone eine christlich-demokratische Partei, sagt, wir müssen wesentlich aggressiver werden gegenüber Putin, Ziele in Russland, Ministerien um andere Ziele angreifen. Ich sage bloß zu euch, schicken wir diese Leute an die Front und schreien wir Waffenstillstand und Frieden. Wir wollen Frieden und Waffenstillstand und nicht, dass es zu einer Eskalationsstufe kommt, die uns die Zivilisation auslöschen lässt. Entschuldigt. Aber dieses Thema ist so wahnsinnig. Und da gehen so wenig Leute auf die Straße. Stattdessen gehen sie auf die Straße Kampf gegen Rechts. Da frage ich mal so, dämlich könnt ihr doch nicht sein und so benebelt, dass ihr nicht merkt, was hier passiert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bitte teilt dieses Format, teilt und gebt uns bitte ein Abo. Genauso wie ihr wollen wir auch Frieden. Und wir sind rationell denkend und wir wissen, was die Eskalationsstufe bedeutet.